Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier, heute wieder aus dem wunderschönen SpielFilmMusik. Heute mit der finalen Folge, die DTV und ich uns richtig auf den Deckel geben. Und zwar geht es heute um Invasion of Chaos. Und ja, DTV, hast du Bock auf die letzte Folge? Ich sag nur eins. Pika Pikachu. In diesem Format werden DTV und ich uns in einem voranschreitenden Draft duellieren. Das bedeutet, wir öffnen in jeder Folge ein Display und bauen aus den Karten, die wir gezogen haben, unsere Decks. Dann gibt es ein Duell, in dem es um einiges geht. Denn der Sieger bekommt die beste Karte seines Gegners. Wir starten mit dem legendären Set Legend of Blue Eyes White Dragon und enden mit Invasion of Chaos. Nostalgie, legendäre Karten und heiße Duelle sind dabei garantiert. Das ist Classic Duels. Boah, Invasion of Chaos, was soll man zu dem Set groß sagen? Ist wahrscheinlich eines der legendärsten Sets in ganz Yu-Gi-Oh! Hat unfassbar mächtige Karten ins Game reingebracht für den Chaos Imperator Drachen und also den Gesandten des Endes und dann noch den Gesandten des Anfangs, so ikonische Monster, unfassbar stark auch, hat dafür gesorgt, dass die allererste Banlist ins Game kam. Ich weiß, es gab vorher schon limitierte und semi-limitierte Karten und so, aber es gab noch nie eine verbotene Karte bis zum Chaos Imperator Drachen. Ich weiß nicht, oder ob Yata Garasu quasi erstmal gehittet wurde, aber auf jeden Fall extrem heftiges Set. Und ja, wenn wir irgendwas von den Chaos-Karten ziehen, können wir natürlich insane. Ja, aber wirklich super geiles Set, auf das ich mich auch schon die ganze Challenge lang gefreut habe. Invasion of Chaos, ein Set, welches sich nicht nur damals Yu-Gi-Oh! Verändert hat, sondern auch nachhaltig geprägt hat. Denn wir haben dort extrem heftige Powerkarten erhalten. Natürlich droppte auch damals dann die erste Banlist, weil wir so Karten wie den Chaos Imperator Drachen tatsächlich bekommen haben und noch jede Menge weitere Karten, die wirklich extrem heftigen Impact auf das Metagame damals hatten. Ich freue mich wirklich sehr drauf, das Set zu öffnen. Wir haben unter anderem vor allen Dingen auch die ganzen DD-Karten, die dort inkludiert worden sind. Man konnte mit verbannten Karten spielen. Also eine zusätzliche Ebene wurde einfach geöffnet, was mega, mega geil ist. Lass uns direkt reinspringen und mal schauen, welche der guten Karten wir tatsächlich gezogen bekommen. So Leute, ein wirklich geiler, aber gleichzeitig trauriger Moment ist da das letzte Opening der Series und boah, was für ein Banger, mit dem wir hier aufhören, Invasion of Chaos, also wirklich, dieses Set, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt und ich glaube DTV hat es auch erwähnt, das hat wirklich die Yu-Gi-Oh! Welt verändert. Invasion of Chaos, Alter, ein Set, das vielen Yu-Gi-Oh! Spielern tatsächlich Angst eingejagt hat, denn da waren so unfassbare Powerkarten drin, dass man einfach nicht wusste, wie man sie handeln soll. Also auf jeden Fall extrem wilde Karten, die dort drin sind. Sehr traurig, dass es jetzt aufhört leider. Aber ja, was soll man machen? Wir fangen einfach mal an. Augen zu und durch, weil lieber Augen auf, dass ich sehe, was ich ziehe. Und wir beginnen mit Ruinen in die Luft jagen. Giga, Gaga, Gigo, geiler Name. Neokäfer, Chaos Ende. Ja, die ganzen Chaoskarten, wie gesagt. Matazza der Zapper. Ist ganz cool, glaube ich. Hexendoktor des Chaos. Oh, hier sind wirklich coole Karten drin. Die Ojamas waren hier auch drin. Das war mir auch nicht so bewusst. Witzig. So, Neokäfer. So, auch nicht verkehrt. Stufe 4. Das ging flott. Erstes Pack von oben. Eindringling der Finsternis. Wie wild ist das denn? Ist das wild? Ich finde das ultra wild. Direkt mal gezogen. Ist das heftig. Das ist unsere Secret Rare. Geil, die packen wir direkt zur Seite. Ob sie es tatsächlich ins Main-Deck schafft, weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Aber schauen wir mal. Unsere erste Super-Rare, DD-Bezeichner. Kann ganz cool sein, aber ich glaube, der rasende Gorilla ist fast relevanter. Ja, weil der 2000 Attack und der ist wirklich strong. Krass, oh, da ist Grenmaju, geil. Grenmaju, wirklich coole Karte, feiere ich ja extrem, das Grenmaju-Deck generell, ich mag diesen Playstyle mit einfach alles verbannen und attacken. Hier war es ja damals dann noch so, die ganzen DDD-Karten, nicht DDD, sondern die DD-Karten, die sich selbst, also die gebanished wurden, dann im nächsten Zug zurückkamen und so, das fand ich so cool früher. Chaos Hexer, geil, Alter. Invasion of Chaos, einfach so legendary dieses Set, also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mal gucken, was wir so ziehen können. Chaos Extra zum Beispiel ist extrem stark. Eine Kamen. Krass. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Dass das eine Kamen ist. So starke Karte. Ich weiß gerade nicht, ich habe gar nicht vor Augen, wie viele Finsternis und Lichtmann wir wirklich haben. Die braucht man auf jeden Fall dafür, aber super stark. Zerstörungsring, auch ganz coole Karte. Heimlicher Vogel, super Burn-Karte. Und also man kann hier wirklich sehr verschiedenste Strategien jetzt spielen. Zwangsevakuierungsgerät! Wie geil! Torpedofisch, Tomechse, Gigantes. Alter, was hier für Karten drin sind. Wirklich gigantisch. Das ist vor allem eine Karte, die man bis vor kurzem auch noch hier und da in der einen Strategie irgendwie gesehen hat. Mal gucken. Oh, Finstere Spiegelkraft. Ist, glaube ich, okay. Ist, glaube ich, nur okay. Ist keine besonders gute Karte. Aber nehmen wir trotzdem mit. Und Opferlamm kann richtig cool sein, glaube ich. Gerade in so einem langsamen Format. Verrückter Hund der Finsternis. 1900 ATK, Alter. Das ist safe, müssen wir hier spielen. Einfach eine zu gute Karte. Normal Selbstzerstörungsknopf, auch witzig. So, haben wir hier noch was? Leute! Oh, wow, yes, Mann! Yes! Der Chaos Imperator, Gesandter des Endes. So geil. So geil. Ich bin wirklich komplett happy. Geil. Ey, wir müssen den spielen. Egal wie viel Licht und Finsternis noch zu werden, wir werden den auf jeden Fall spielen. Ist das geil. Alles andere ist mir egal. Wir haben die beste Karte des Sets gezogen. Die beste Karte, die vielleicht jemals geprintet wurde, muss man ganz klar sagen. So geil. Come on jetzt. Auf geht's. Jetzt, DTV, kannst einpacken. Letzte Folge einen Sieg holen? Vergiss es. Rinnago. Witzig. Falls die einzige Karte, die dein Gegner kontrolliert, offene Monster mit 1600 oder mehr ATK sind, kann diese Karte deinen Gegner direkt angreifen. Witzig. Oh, nachladen. Interessante Karte. Ja, kann mal ganz cool sein, wenn man irgendwie anfängt, eine schlechte Hand zieht oder so. Aber unser Deck ist eigentlich so gut, dass wir die wahrscheinlich nicht brauchen. Das ist hier tatsächlich das letzte Opening und die letzte Folge von dieser extrem geilen Challenge, zu der mich Francis Gaming eingeladen hat. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an SpielFilmMusik dafür, dass wir hier drehen durften. Wirklich vielen lieben Dank. Wer von euch mal in Berlin sein sollte, kommt auf jeden Fall nach Lichtrade zu SpielFilmMusik. Gönnt euch ein paar extrem entspannte London Locals. Eine sehr gute Community. Der netteste Kartenladenbesitzer, den ich kenne. Und auf jeden Fall eine sehr chillige und sehr geile Atmosphäre, die wir hier haben. Matasa, der Zapper. Geil. Grenmaju. Die Frage ist, wie schnell kriegen wir wie viele Karten verbannt, um den dann aufs Spielfeld zu ballern? Ich pack ihn mal zur Seite. Wer weiß, schwarzer Ojama. Noch ein Chaos Hexer. Richtig geil. Chaos Hexer, einfach so eine starke Karte. Also wirklich, wir werden wirklich so rasieren. Das Aufschlagen auch extrem gut. Leute, ey, was ist das für ein Pack? Richtig geil. Aufschlagen, auch sehr starke Karte einfach. Oh Mann, ich sag euch, Alter, das waren damals wirklich wilde Zeiten. Also, klar, viele reden immer über Nostalgie und so neue Spieler denken sich so, ja, Nostalgie, Laberababa, nervt mich nicht. Aber ich sag euch ganz ehrlich so, das sind einfach nur Erinnerungen an die Kindheit so. Deswegen erwähnen das Yu-Gi-Oh! Spieler auch immer wieder, weil klar, sie wollen sich zurück in ihre Kindheit wünschen, wo keine Briefe und keine, also ins Haus flatterten, keine Rechnungen ins Haus flatterten, keine Verantwortung übernommen werden musste, nein. Schule, RTL 2, Yu-Gi-Oh!, Playstation, das war noch ein Leben. Mama kocht, Mama macht die Wäsche, wow! Und wir sehen den dunklen Magier des Chaos! Haha! Alter! Geil. Richtig geil. Karten aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was es ist. Das muss mit den Artworks zu tun haben und eine Mischung aus Artwork und Kindheitserinnerung. Die irgendwie brennt das alles anders. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was die geben. Ja, Gelber Ojama, witzig. Noch ein Aufschlag übrigens, richtig geil. Opferlamm und... Yo! Leute, was geht hier ab? Okay. Es ist alles egal, wir haben, also, was soll passieren? Wir haben die besten Karten gezogen, die man in dem Set ziehen kann. Was ist das? Schwarzglänzender Soldat, Gesandter des Anfangs und wir haben den Gesandten des Endes. Leute, ich komme nicht klar, ey. Für meine Verhältnisse war das einer der heftigsten Ausraster, die ich hier in einem Opening hatte. Was ist das? Wie geil, also. Alter, ist mir egal, ich muss die Karten jetzt hier holen. Also, wir müssen uns die beiden Beauties einfach zusammen angucken. Es gibt es doch nicht. Wie geil kann ein Opening sein, Alter? Ich meine, guckt euch das an. Guckt euch diese beiden unfassbar geilen Karten an. Ende und Anfang. Ja, aber für DTV eher Ende im Gelände. Kann ich auf jeden Fall sagen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir unser Deck dahingehend bauen, dass wir überwiegend Licht und Finsternis irgendwie in unserem Main-Deck haben, um natürlich Gebrauch von den ganzen Karten zu machen. Geil, der Schlag-Ninja. Du kannst 2 Finsternis-Monster von deinem Friedhof verbannen. Verbannen diese offene Karte bis zur Endphase. Du kannst diesen Effekt verstehen. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Geile Karte. Ja, überlege ich. Überlege ich gerade sehr stark, sie in mein Deck zu integrieren. Könnte gut kommen. Ja, Leute, das größte Problem wird tatsächlich, dass wir DTV nicht zu schnell besiegen, weil unser Deck wird jetzt so krass, also, und ich will alle Karten, also ich will den Gesandten des Endes oder des Anfangs, am besten beide, aufs Feld rufen, also das muss auf jeden Fall drin sein. Geil, noch ein weiteres Zwangsevakuierungsgerät, Alter. Das wird noch ein Gigantes, das wird geil, das wird richtig, richtig geil, Alter. Das einzig Wichtige ist Licht und Finsternis Monster, die wir in den Grave bekommen, damit wir unsere beiden heftigen Bossmonster rufen können. Yo, einfach noch ein dritter Chaos Hexer, was geht ab? Also, Invasion of Chaos, dieses Set liebt mich dieses Mal, wirklich, also... Oh, das macht einen Abschied noch schwerer, aber natürlich auch ist es ein super schöner Abschied, dass man so von seinem Set verabschiedet wird, dass man so geile Sachen bekommt. Fred, der tapfere Wanderer, das ist natürlich geil. Das ist tatsächlich geil. Packen wir mal zur Seite. Sehr coole Karte. Die Kriegermonster damals auch. Ey, die sahen wirklich noch aus wie Krieger. Also wirklich, du hast dir die Karten angeguckt und dachtest dir, wow, richtig mächtig rennt er mit seinem Breitschwert, seiner breiten Klinge über die Prärie und schlachtet irgendwelche Orks nieder. Ja, so sahen die Karten damals aus. Die letzten drei Packs jetzt und... Ah, Leute, Leute, da kommt eine Trauer. Das Format endet leider. Es war so eine geile Zeit, wirklich, diese Nostalgie-Reise hat so Bock gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß wie wir, aber einfach diese Packs aufzumachen mit euch zusammen, so geil, wirklich so geil. Und gerade jetzt dieses Set, noch ein rasender Gorilla, hier jetzt nichts Krasses mehr dabei, aber wie gesagt, also man kann dieses Set nicht mehr toppen für mich, von dem, was ich gezogen habe. Ryokuki, Silphid, das Ding im Krater. Zwangsevakuierungsgerät. 3 Stück haben wir da von PlayStation. Wow! Snap, Baby! Wächter Engel Joan, Alter. Geil. Sehr, sehr geil. Dazu gibt es tatsächlich eine sehr geile Story, denn ich habe... ist eine zu lange Geschichte. Erzähle ich euch bei dem anderen Mal. Geil. Geil, 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 geil. Oh, wirklich sexy. Sexy, sexy, sexy. Invasion of Chaos hat uns auf jeden Fall ein paar sehr, sehr geile Karten geliefert. Letztes Pack. Ich weiß gar nicht mehr, was hier überhaupt noch drin sein könnte. Hatten wir schon 2 Ultra Rares? Vielleicht ist hier noch eine Ultra Red drin, ist mir aber auch komplett egal. Es war so geil. Eines der besten Openings für mich persönlich, die ich je in meinem Leben hatte. Und den hier habe ich noch gar nicht erwähnt, den haben wir auch schon ein paar Mal gezogen. 2100 Defense, 4 Sterne, extrem krass. Großer Koala, Silphid oder Silphid, keine Ahnung, ist auch egal. Kniff, Hüpfer. Dann haben wir Lekunga. So, jetzt ist die Frage, haben wir noch eine Foil als letzte Karte? Als letzte seltene Karte? Nein, Turm von Babel. Heimlicher Vogel, Finsternis Monster, 1700 Defense, sollten wir wahrscheinlich spielen, donnernder Absturz und der Chaos-Totenbeschwörer. Auch gut, ne? Die Attack der Karte entsprechend der Anzahl Monsterkarten in deinem Friedhof mal 300. Klar, da brauchen wir schon 6, damit er relevant und gut wird, aber ey, warum nicht? Und Leute, wirklich, es ist so insane. Ich meine, ich habe die Karten gerade eben schon einmal rausgelegt, aber die sind so geil, ich würde die nochmal rauslegen. Also, ja, da sind sie. Diese beiden Boys, wirklich insane, insane. Also, ganz ehrlich, ich gönne DTV sogar, dass er die auch zieht, weil es noch epischer wäre, wenn einer von uns den einen, der andere den anderen auf dem Feld hätte. Aber ey, der Chaos Imperator Drachen, der ist wirklich, er ist dumm, wie stark er ist. Das hier ist natürlich die Erratat-Version. Tatsächlich haben die Team und ich uns gar nicht darauf geeinigt, ob wir die Erratat-Versionen spielen. Dann ist er hier natürlich bei weitem nicht mehr so gut. Wobei man tatsächlich fairerweise sagen muss, in diesem Format, wo alles so langsam ist, macht es fast keinen Unterschied. Man kann damit hier dann keine Yata Garasu-Kombos mehr machen oder so. Aber wenn man in dem Zug eh noch keinen Effekt aktiviert hat, ruft man ihn, hat trotzdem seinen heftigen Effekt. Komplett insane. Also wir können meinetwegen auch die Erratat-Version spielen. DTV, falls du das hier siehst, ich kläre das noch mit ihm ab. Aber insane. Wirklich insane. Geiles Opening und... Ja, wirklich. Lachendes und weinendes Auge. Aber wir gehen auf jeden Fall jetzt zum Deck-Profile. Hier seht ihr mein Deck-Profile und mit diesem Deck werde ich im alles entscheidenden Spiel Nummer 5 Francis Gaming tatsächlich in seine Schranken weisen. Denn Erfahrung siegt dann über die jugendliche Spritzigkeit, die der Kollege an den Tag legt. Ja, wie ihr seht, sind natürlich viele der alten Karten noch drin enthalten, denn wir wollen weiter das Board voll spammen. Aber natürlich ist da auch die ein oder andere Karte aus Invasion of Chaos dabei, die uns erlaubt, Monster fast for free, aufs Spielfeld spezial zu beschwören. Sind auf jeden Fall ein paar Powerkarten dabei. Habt natürlich auch noch die eine oder andere Fallenkarte integriert. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Aber wie ihr seht, musste ich auch ein paar meiner Lieblingskarten gehen lassen. Kill Your Darlings tatsächlich an dieser Stelle. Denn ja, da sind einfach viel zu viele zu gute Karten in Invasion of Chaos gewesen, dass wir diese nicht in unser Deck integrieren. Deswegen tun wir es auch. Wir integrieren sie in unser Deck, mussten ein paar Lieblingskarten rausnehmen und hoffen einfach, dass wir so viel Druck aufbauen können, weniger kontrollieren, sondern eher gerade raus dem Kollegen so ein paar extrem mächtige Monster ins Gesicht drücken. Das ist das Ziel. Ich bin mega gespannt, ob der Plan aufgeht. Ich freue mich, dass wir tatsächlich hier zu einem großen Finale kommen. 2-2 steht's aktuell. Mal schauen, wer das alles entscheidende Game Nummer 5 für sich entscheiden kann. Yo Leute, mein Final Deck Profile, also das letzte, was es in dieser Series geben wird, und ich bin super nervös, denn ich würde so gern unsere geilen Karten rufen, der Gesandte des Endes und der Gesandte des Anfangs, mit die geilsten Sachen, die ich hätte ziehen können, und deswegen habe ich mein Deck komplett umgestellt auf nur Licht- und Finsternismonster, bis auf diesen Tiger, der ist glaube ich Erde oder so, aber wir brauchen noch ein bisschen Defense, wir müssen im Game bleiben dieses Mal, wir dürfen uns nicht so schnell wegmachen lassen, wie DTV das letzte Mal mit uns geschafft hat. Und deswegen ist es ein bisschen auf Stall ausgelegt, dass wir unsere Chaos-Monster dann rufen können und damit richtig Druck machen können und damit den Sieg nach Hause holen können. Also, ich sag mal so, ich will natürlich gewinnen und ich werde alles dafür geben, aber wenn ich es schaffe, eins der beiden Bossmonster rauszubekommen, wäre das schon ein Riesengewinn, und ich habe mega, mega Bock und ich bin super, super gespannt, wie es ausgeht. Und ja, Leute, auf ein richtig geiles letztes Duell in diesem Format. So, Francis, bereit fürs alles entscheidende Game Nummer 5? Auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, ich bin sogar ein bisschen nervös, weil es geht jetzt um alles. Die ersten beiden Duelle habe ich ja gewonnen. So sieht's aus. Dann das dritte Duell war bis jetzt das geilste der ganzen Series. So, es war super insane. Hat DTV dann mit einem richtig geilen Combo-Move am Ende gewonnen. War ein richtig, richtig spannendes Duell. Dann letztes Mal hast du mich ganz gut weggehauen. Und ich hoffe, dass wir heute wieder ein Duell bekommen, was an die Qualität des dritten Duells rankommt. Das wäre auf jeden Fall extrem geil. Ich meine, mit Invasion of Chaos, mit einem Set aufzuhören, was wirklich so unglaublich cool ist, ja, ist halt wirklich, ja, mega, mega nice. Und ja, jetzt die schwerste Entscheidung liegt bei dir. Gehst du first oder second? Als Verlierer darfst du dir das aussuchen. Als Verlierer darf ich mir das aussuchen, und tatsächlich spricht da einfach immer noch die Statistik eigentlich dafür, dass Second Game besser ist. 3 Siege bei Going Second und nur eine Niederlage für den Going Second Spieler. Allerdings habe ich das letztes Mal auch schon gesagt und habe dann halt hart verloren. Deswegen, ich würde aber trotzdem sagen, Statistik, Mathematik müsste eigentlich gewinnen, deswegen lasse ich dich wieder first gehen. Alles klar. Auf ein geiles Duell, mein Lieber. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Leute, ey, ich bin richtig nervös. So, was haben wir hier? So. Kann man damit arbeiten? Ich glaube, ja. Standby. Yes. Yes. Normal Summon, glänzender Elf, und dann gebe ich ab. Okay. Das kann man auf jeden Fall noch handeln. Ich ziehe auf jeden Fall eine Karte. Okay, wie machen wir es am besten? Tatsächlich würde ich sagen, setzen wir einfach eine Karte, setzen noch eine Karte und geben dann ab. Draw. Standby. Yes. Müll. Wir beschwören den verrückten Hund der Finsternis. Oh, geil, Alter. Nice. Wirklich ein verrückter Hund. Dann geben wir ihm die übelwollende Hätschlerin. Und dann spielen wir safe und gehen in die Battlephase und greifen mit 2-6 dein verdecktes Monster an. Mit 2-6 mein verdecktes Monster. Ja, 2-1 Defense. Wow. Krasses Defense-Monster, aber wurde auf jeden Fall ausgekontert. Sehr und stark. Mit 1-4 auf deine Life Points. 1-4, die muss ich leider hinnehmen. Dann Main 2, Endphase, du darfst. Alles klar. Draw. Stand by Main. So, ich möchte eigentlich gerade ungern zu diesen Mitteln greifen, aber ich muss das, glaube ich, tun. Und zwar aktiviere ich Aufschlagen, um dein Monster mit der höchsten Defense zu zerstören. Ja, schade. Und jetzt muss ich kurz nachdenken, ob ich den Effekt aktiviere. Ich würde ihn aktivieren, ja. Yes. Zahle 500. Und leg sie oben drauf. Alles klar. Ja, das ist natürlich, dann weiß ich auf jeden Fall, dass du deinen Elfen wieder auf echt viel pushen kannst. Ja, aber ich sette ein Monster und gebe dann an dich ab. Draw. Überraschung. Standby. Main. Ich beschwöre die Tomate. Oh, die Tomate. Dann pushen wir die Tomate. Tomatenpush. Dann gehen wir in die Battlephase. Ja, das ist fein. Mit 2-1 auf die Verdeckte. Mein Monster wird zerstört, aber es ist das große Auge. Das Auge macht, ich glaube, sogar fast in jedem Duell bis jetzt. Ich glaube, es gab kein Duell ohne das große Auge. Tatsächlich, Auge macht Auge. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Auge macht auf jeden Fall Auge. Okay. Das sind auf jeden Fall, ich zeige es euch auf jeden Fall mal. Ich glaube, ihr seht es so. Also, da sind schicke Sachen dabei. Auf jeden Fall die nach oben. Alles andere wäre komplett dumm. Aber ich glaube, wir machen es so. Ich glaube, wir wollen das so machen. Ja, doch. So ist auf jeden Fall gut, aber ich muss trotzdem wahrscheinlich noch mehr Damage einstecken. Wenn ich das so ist es. Battlephase immer noch 1-4, das heißt du bist bei 2-8 Schaden. Yes. Main 2, Endphase. Alles klar. Draw. Standby Main und Überraschung. Ich aktiviere den Topf der Gier und der Topf der Gier erlaubt mir, 2 Karten von meinem Deck auf meine Hand zu ziehen. Ist das fies, ey. 1. 2. Welche Karten das wohl sein mögen? So, na, wie sieht denn das hier aus? Alles klar. Okay, ich habe auf jeden Fall schon ganz guten Damage, aber wir setten eine Karte und geben an dich ab. Draw. Standby. Main. Ja, Norbis haben wir eine Riesenratte. Boah, ey, da sind wirklich alle zusammen. Fehlt nur noch die Grizzly Mom und die UFO-Schildkröte. Und dann geht's richtig ab. Dann Battlephase. Alles klar. 2-1 in die Verdeckte. Und Kaiba würde sagen, du bist in meine Falle getappt, denn das ist die Cyberdose! Okay, da war ich tatsächlich gerade ein bisschen zu greedy. So, und jetzt, tatsächlich, jetzt wird es einfach wild. So, was passiert jetzt? Genau, das erkläre ich jetzt mal, weil viele Leute aus der heutigen Zeit werden diesen Effekt nicht kennen. Und zwar werden jetzt erstmal alle Monster auf dem Spielfeld zerstört. Okay, alles klar, schade. Durch Karteneffekt. Genau. Und dann zeigen beide Spieler die obersten 5 Karten ihres Decks vor. Das können wir schon mal machen. Boah. Boah. Und jetzt wird es nämlich richtig wild. Denn alle Monster, die Stufe 4 oder niedriger sind, werden als Spezialbeschwörung in offener Angriff oder verdeckte Verteidigungsposition beschworen. Und den Rest der Karten kriegen wir auf die Hand. Digga, was? Ja. Und das ist auf jeden Fall... Jetzt wird's richtig wild. Okay. Okay. Das heißt, offene Angriffs- oder Verteidigungs. Warte, das ist da. Das da. Und du hast genug Handkarten, okay. Yeah. Die gehen zurück auf die Hand, oh mein Gott. Leute, es wird wild. Richtig wild. Okay, wir sind weiter in der Battlephase. Ja. 1-9 in die Glocke. 1-9 in die Glocke und die Glocke ist weg. Und 1-4 in 0. In 0, ja. Denn ihr seht, es sind ein paar Handkarten, also hat er gar nichts. Dann Main 2. Yes. Sette eine. Und gib ab. Okay. Dann Draw. Standby Main. Ich weiß auf jeden Fall, dass da ein Raigeki ist. Ja, sowas von. Und das ist auf jeden Fall unangenehm. So, und jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen. Also. Ich glaube, wir werden es tun. Wir werden es tun. Und zwar... aktivieren wir als allererstes mal den mystischen Raumtaifun, um deine verdeckte Karte zu zerstören. Jetzt wird's witzig. Magischer Abfluss. Oh! Ich würde die Spell gerne annullieren, außer du wirfst deine Zauberkarte ab. Dann lasse ich das mal durch. Tatsächlich ist die Karte aber richtig underrated. Ich habe tatsächlich so eine Series mal mit einem Kumpel gemacht, als ich noch ganz, ganz klein war. Da hatte ich irgendwie 300-400 Abos oder so. Und da haben wir das halt auch einfach online gemacht. Und die Karte hat mir so viele Games gewonnen, weil oft in einem Simple Game State, es kommt ein Raigeki, du aktivierst sie, der Gegner hat keine Spell auf der Hand, ist einfach dann eine Negation. Das ist schon sehr gut. Aber, in dem Fall jetzt war es jetzt nicht so wild. Du hast brutal viele Handkarten, was ist da los? Ja, ich habe mir das halt aufgespart. Nicht wie du, der alles direkt rausballert. Boah, tatsächlich, Ich habe das im Deck gesagt, wir müssen Druck machen. Und zwar machen wir es jetzt so. Wir banishen unsere Zeremonienglocke Und wir banishen die Cyberdose. Mhm. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir können ein Chaos-Monster rufen. Die Frage ist nur, welches. Es wird... So, Friedhof anschauen. Mhm. Es wird der Chaos Hexer. Mhm. So, Dann würde ich sagen... Oh, will ich das jetzt schon machen? Ja komm, wir müssen jetzt, Gas geben. Ich weiß, da ist noch der Geeky und so. Deswegen kommt jetzt erstmal der Spalt. Und das offene Monster mit der niedrigsten Attack wird zerstört. Verdammt. Und dann gehen wir nicht in die Battle Phase, sondern aktiv. Wobei, warum sollte ich nicht den Damage machen? Ja komm, wir gehen in die Battle Phase und ich greife an mit 2-3. Das heißt, ich habe den ersten Schaden, 400. Genau, und ich habe ja schon 2,8 oder was? Nee, warte mal. Doch, ich glaube schon. Doch, ich habe das einmal gepusht, ne? Und dann einen weg. Meinen 2-1er weg, dann mit dem anderen angegriffen und so. Also ich bin bei, was haben wir gesagt? 400, okay. Okay, das. Und dann würde ich tatsächlich an dich abgeben. Draw. Standby. Das erste, was wir, glaube ich, an dieser Stelle machen, ist, wir aktivieren mal... die verräterischen Schwert. Alles klar. Dann beschwören wir, indem wir Licht und Finsternis verbannen. Was kommt jetzt? Den Chaos Hexer. Wie geil. Und dann, wie war das? Ich kann ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen, verbannen das gewählte Ziel, kann aber nicht angreifen. Genau. Dann würden wir das machen. Machen wir das? Oder greife ich an? Nee, ich mach das. Effekt. Würde das offene Monster verbannen. Kann aber nicht angreifen. Und dann würde ich noch eine Karte setzen. Und an dich abgeben. Alles klar. Boah. Draw. Los ist. Ich möchte dir gerne wieder 1000 Life Points schenken. Dankeschön. Indem ich noch eine ziehe. Plus 600 dann, ja. Und nochmal. Geil! Wir ziehen nochmal. Okay. Ja, schwierige Entscheidung jetzt tatsächlich. Wir setzen auf jeden Fall ein Monster. Der kann ja nur offene verbannen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja. Okay, das eine Monster, das haben wir jetzt gesetzt. Jo, und dann gebe ich, glaube ich, tatsächlich nicht ab. Draw. Standby Main. Frage ist, sind wir gierig? Wie viel Schaden hattest du? 2,8. Ja, ich meine schon. Leute, wenn das falsch ist, und dann seht ihr es richtig bei den Life Points. Ist aber auch egal. Hier geht es ja um ein gutes Duell einfach. Ich überlege, ob ich richtig gierig bin. Ich weiß nicht, was du da verdeckt hast, aber die Karte liegt schon so lange. Was soll da sein? Das heißt, ich könnte 4, 6... Oh, das kann voll nach hinten losgehen, ne? Wenn wir so gierig sind. Ich hoff's, ey. Nee, wir sind nicht gierig. Wir sind gierig. Wir sind nicht gierig. Wir sind gierig. Wir verbannen Licht und Finsternis. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Wir sind richtig gierig. Der zweite Chaos Hexer. Boah, Junge, ey. Und dann gehen wir mit einem in die Battle-Phase und greifen an. Yes, der ist weg. Und mit 2-3 in deine Leitpoints. Was haben wir gesagt? 2-8 habe ich schon, ne? Ja, dann bist du bei 4-8-5-1. Genau. Okay. Dann Main 2. Ende. Okay. Draw. Jawohl. Standby. Main. Und Leute, es ist egal, wie dieses Duell ausgeht. Ich hatte ein Ziel. Ein Ziel, was ich in diesem Duell schaffen wollte. Und dieses Ziel werden wir jetzt erreichen. Das Einzige, was das jetzt verhindern könnte, ist, wenn er jetzt eine Fallgrube liegt. Aber wir verbannen ein Lichtmonster. Und ein Finsternismonster. Und zwar für den allmächtigen Chaos Imperator Drachen! Okay, er muss es richtig übertreiben. Also, im Verlauf der Serie habt ihr gesehen, was Francis für Karten spielt, ne? Also, hey, ich bin ein ganz einfacher Mann, bei mir liegen Kamens auf dem Spielfeld, ne? Also hier Chaos Hexer, aber er muss übertreiben. Ja, das bin ich leider. Das ist ein Problem, das weiß ich auch. Und das Ding ist, wie es sich für ein Finale gehört, sollte das ja ein richtig spannendes Duell sein. Und ich würde sagen, ich aktiviere einfach mal seinen Effekt. Ich zahle 1000 Life-Points. Mhm. Und selbst wenn das mein Ruin ist, es ist mir egal. Und jetzt, diesen Effekt haben viele von euch wahrscheinlich auch noch nie gesehen, aber das ist der Grund, warum die Karte verboten wurde, auch wenn sie jetzt geschwächt ist. Aber in diesem langsamen Format ist es egal, denn jetzt legen wir beide, unser ganzes Feld und unsere Hände, auf den Friedhof. Und du kriegst für jede Karte, die so auf dem Grave gelegt wurde, 300 Damage. Yo Leute, ich melde mich hier gerade aus dem Schnitt, denn ich rede leider Quatsch. Der Effekt von Chaos Imperator Drache funktioniert so und wir führen den Effekt auch richtig aus, aber der Schaden, den DTV erhält, ist kleiner, denn er bekommt nur 300 Punkte Schaden für jede Karte, die auf seinen Friedhof geht. Wichtig zu wissen, zum Glück ändert das für das Duell nichts. Die Lebenspunkte werde ich auch richtig hier im Video weiterhin darstellen, aber nur, dass ihr das wisst, wir reden über ganz komische Zahlen, die nicht stimmen. Dazu kommt auch später noch was, aber jetzt erstmal weiter mit dem Duell. Das ist voll fies. Das ist sehr fies. Weil ich habe hier zwei gute Karten auf der Hand. Okay, das sind insgesamt 1, 2, 3, 5. Der geht leider auch selber auf nichts. 6. Bei mir 7, also 13. Da sind dann 3900 Damage. Die kriege ich einfach so. Die kriegst du einfach so. Okay. Und jetzt haben wir beide keine Handkarten mehr. Und jetzt geht es nur noch im Top-Deck. Und jetzt okay. Möge der Bessere gewinnen, ey. Bro. Yes. Standby. Yes. Main. Ja. Set. Pass. Oh, ich glaube, wäre ich mit einem Angriff weg. Ich habe... Warte, es waren... 5-1. 5-1. Okay, ja, nee, dann müsst ihr überlege ich einen Angriff. Okay. Monster. Alles klar. Wie viel Damage hast du? 3,9 hast du gerade bekommen? Ich hatte plus 1600 durch zweimal im Pokémon. Okay, okay, okay. Minus 3,9, Mathe, seht ihr gleich selber, was da passiert. Auf jeden Fall Sangan im Angriffsmodus und ich würde mit Sangan angreifen. Die 1000 nehme ich. Okay, du bist dran. Draw. Standby. Main. Set. Pass. Komm schon, Junge. Schon wieder? Ich muss gucken. Ich muss gucken, was hier möglich ist. Ah, die werden verbannt oder auf den Friedhof gelegt? Nee, die Karten... werden auf den Friedhof gelegt. Ja, genau. Nee, aber ich gehe einfach nur in die Battle Phase. Ja. Und greife mit meinem Sangan an. Nochmal ja. 1000 Damage. Okay, dann bin ich bei 3700. Kommen noch 4 Züge, kein Monster für DTV und keine Spiegelkraft. Draw. Yes. Standby. Yes. Main. Wir verbannen die Riesenratte. Oh no. Um Gigantes zu beschwören. Oh. Ja, Gigantes ist sexy, ja? Krass, kenne ich noch aus meiner Emancipator-Zeit. Und dann... Wir machen Damage. Was hast du gesagt? 5? Ich habe 5-1 Schaden. Das heißt, das ist bei 2,6. Wir gehen in Sangan rein. Also 1,6. 5,1. 6,6 Schaden. Oder? 5,1. 6,7. 5,1 plus 2,6. Ja, 6,7. Ja, ja. Okay. Pass. Ja, wobei, genau, ich kriege nur 1,6 Schaden, genau. Ja. Deswegen stimmt das. Okay. Effekt von Sangan natürlich ja. Noch, damit ich mir was suchen kann. Und das ist extrem wichtig in dem Fall. Oh, die Karte ist natürlich geil. Ich glaube, die suchen wir uns, oder? Ja. Wir suchen uns nämlich ja, den Chaos-Totenbeschwörer. Ja, okay. Kannst du mal AP drauf auf jeden Fall. So, Draw. Standby, Main. Ich bin sehr gespannt, was die verdeckte Karte ist, aber ich würde den Chaos-Totenbeschwörer mal beschwören. Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, den Kollegen für Late Game auf 1 ins Deck zu packen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ATK er hat. Ja, ich auch. Und zwar für jede Monsterkarte kriegt er 300. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 2100. Das ist gar nicht so viel. Verdammt, ich dachte, er kommt safe über deinen drüber. Aber kommt er nicht! Kommt er nicht! Aber da habe ich mich aber ganz schön verrechnet. Ja, du bist dran. Verdammte Scheiße. Draw. Ja. Standby. Main. Ja. Set. Ja. Battle Phase. So Leute, das zweite Ding, über das wir sprechen müssen. Und zwar, wie ihr gesehen habt, hätte ich das Duell an dieser Stelle verloren. Beziehungsweise ich habe es verloren, so wie wir es gespielt haben. Das Problem ist halt, dass wir uns die Lebenspunkte nicht aufgeschrieben haben, weil alle unsere Geräte waren halt wirklich für die Aufnahme. Und ja, leider hatte der Ladenbesitzer auch nichts zu schreiben und wir hatten auch nichts dabei. Ist unsere Schuld, klar. Aber deswegen haben wir die Lebenspunkte einfach so im Kopf behalten. Und das war halt dumm. Denn hätte ich gewusst, dass ich nur noch 300 Lebenspunkte habe, hätte ich natürlich den Chaos-Sorcerer nicht, nicht Chaos-Sorcerer, den Chaos-Totenbeschwörer natürlich einfach gesettet. So, deswegen, ich habe das Duell an dieser Stelle verloren, aber eigentlich, wenn wir die Lebenspunkte im Blick haben, hätte ich die Karte natürlich einfach gesettet und abgegeben. Und dann wäre es der Ausgang des Duells. Wer gewinnt, seht ihr gleich noch, aber es ändert dann nichts an dem, wie das Duell final ausgeht, nur dass ihr das wisst. Und auch zum Glück, wie wir den Effekt vom Chaos Imperator Drachen geruled haben, also falsch einfach, weil ich das falsch gesagt habe, ändert zum Glück auch nichts am Ausgang des Duells, weil wir gesehen haben am Ende, was DTV noch zieht, was ich noch ziehe. Deswegen, egal wie es ausgeht, zum Glück hat es nichts geändert, aber nur, dass ihr das wisst. Hätten wir die Lebenspunkte aufgeschrieben, hätte ich die Karte natürlich nicht in Angriffsposition gespielt. Yes. Mit 2,6. Also kriege ich nochmal 500 Damage. Es waren 6,7 warst du, ne? Ja. Dann 7,3. 7,2. Okay. 7, du darfst. Draw. Standby Main. Ich sette noch eine Karte. Ja. Und gebe an dich ab. Draw. Standby Main, die behalten wir noch. Battleface? Yes. 1 bzw. 2. Genau. Es ist der glänzende Elf und ich darf ein Lichtmonster mit 1500 oder weniger von meinem Deck beschwören. Und da ist jetzt die Frage, du hast noch eine Handkarte. Noch 3700 Lebenspunkte. Oh, wollen wir die? Oder wollen wir die? Oh, das könnt ihr jetzt über alles entscheiden. Oh, das ist jetzt wirklich schwierig. Ja, wir beschwören mal den weißen Zauberhut. Interessant. Mhm. Dann Lane 2. Yes. Set Pass. Sehr gut. Nichts mehr zum Handrippen. Okay, alles klar. Leute. Wie gesagt, ich kann es verlieren, ist mir komplett egal, denn ich habe das geschafft, was ich in diesem Duell schaffen wollte. Ich banische ein Licht und ein Finsternismonster und beschwöre den schwarz glänzenden Soldatenjunge, denn ich habe das beste Opening meines Lebens gehabt. So, was ist ein Effekt? Weder ein Monster auf dem Spielfeld verbannt ist. Diese Karte wird nicht angreifen. Falls diese Karte angreifende Monster des Gegners kannst du von dem zweiten Angriff machen. So, und das Ding ist, wenn ich jetzt greedy sein wollen würde... Und Summon muss ich erstmal kurz nachdenken. Ja, und Summon kannst du sehr, sehr gerne überlegen. Und Summon nimmst du ihn erstmal wieder zurück auf die Hand. Oh. Ja, das ist natürlich ganz gut. War ja aber noch, war ja nur eine Special Summon. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ihn auf jeden Fall in Defense. Mhm. Und wir setten noch ein weiteres Monster in Defense. Mhm. Und dann gehen wir wieder nicht ab. Mal kurz deinen Friedhof gucken. Ist hier nochmal Licht und Finsternis? Ne, Finsternis. Das ist ein Finsternis, das ist auch schon mal ganz gut. Aber der ist Licht. Der Draw. Ist Licht, ja. Standby. Nein. Leute, das ist das Finale. Kommt er gleich wieder, Alter? Ey. Was ich mir gewünscht habe. Battleface. Yes. Ich gehe in die Verdeckte rein. Yes. Das ist Mahavilo. Jawohl. Auch ein Lichtmonster. Auch ein Lichtmonster, ja. Main 2? Yes. Set. Pass. Alles klar. Draw. Standby. Main. Okay, Leute. Wir... Riskieren wir es? Ich glaube, wir müssen es riskieren. Aber wie viel ändert das? Könnte Menschenfresserkäfer liegen, das wäre äußerst unangenehm. Wir aktivieren Schwarzes Loch, um das Feld zu outen. Oh, Alter. Und dann wisst ihr natürlich, was jetzt passiert. Wir verbannen ein Licht und ein Finsternismonster und beschwören unseren schwarzglänzenden Soldat, den Gesandten des Anfangs. So ist es. Und ich habe leider kein Normal-Monster, was ich einfach so rufen kann. Deswegen gehe ich in die Battlephase und greife mit 3000 an. Oh, muss ich kurz nachdenken. Yes. Magischer Zylinder wäre jetzt halt... Das wäre das perfekte Ende für dieses Magischer Zylinder wäre schön. Ich muss kurz nachdenken. Du kannst... Das hast du beschworen. Hast nicht genormelt, weil du nicht genormeln kannst. Ich habe ja noch eine Main Phase 2, aber... Ja... Joa, ist das schwer. Spiegelkraft. Ah, ja. Geil, geil. Es ist genau das, was ich mir erhofft habe. Ja, aber Main Phase 2 und ich habe zum Glück eine Normal, die aber anscheinend nicht genug Attack hat. Oder ich wollte sehr sicher spielen. Die sette ich und jetzt habe ich wieder keine Handkarten. Draw. Yes. Semi. Yes. Main. Yes. Set. Pass. Draw. Standby. Main. Set und ich gebe ab. Draw. Yes. Semmel. Main. Set. Pass. Draw. Standby Main. Okay. Wir normeln den Chaos-Totenbeschwörer. Er hat jetzt 2400 Angriff, weil 8 Monster in meinem Friedhof liegen. Und ich würde in die Battlephase gehen und ich greife mal deine Cyberjar an. Nee, leider nicht. Okay. Aber war dein Monster auf meinem Spielfeld nicht genau, richtig. Ich denke mal ihn. Yes. Ja, dann gebe ich an dich ab. Draw. Oh, Leute, ey. Standby, Main, Normal Summon. Oh ja. Battleface. Yes. Mit 1-4 da rein. 1-4, 700 Damage. Okay, dann bin ich runter auf 3000. Yes. Du 3000, ich 2,9. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Du darfst. Draw. Standby Main. Ich sette noch eine Karte und gebe an dich ab. In deiner Endphase Space Typhoon auf die gesettete. Yes. Dann Drop. Yes. Standby Main. Battleface. Yes. 1-4 in die Verletzte. Boah, übertreibe dein Leben, ey. 450 Damage. Und ganz kurz, einfach nur, weil es noch in der Battlephase ist, wir müssen mit offenen Handkarten spielen. Das heißt, ich darf noch sehen, was du auf der Hand hast, bevor du es setzt. Oh, okay. Boah, gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann Main 2. Yes. Set. Du darfst. Okay, ich ziehe. Ich muss sie auch offen nehmen. Okay. Und natürlich... Oh, spielst du 3? Was ist los mit dir? Ja, ich habe alles auf Lichtfinsternis umgestellt und einfach gehofft, dass ich die ganzen Sachen in den Friedhof bekomme. Und es ist zum Glück aufgegangen, nämlich Normal, den Chaos-Totenbeschwörer. Ich weiß natürlich, was da liegt, aber... Mal gucken, kann ich glaube, es müssten jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sein. Also 2, 7 Attack. Ja, würde ich mal in die Battleface gehen und versuchen anzugreifen. 2, 7 Attack? Yes. Das heißt, ich kriege 1, 3 Schaden. Yes. Machen wir. Okay. Perfekt. Ja. Was habe ich jetzt? Lichtmonster mit 1500 oder weniger ATK. Lichtmonster mit 1500 oder weniger. Boah, Leute, ey. Ich war am Anfang, glaube ich, etwas zu greedy. So. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, du hast meine beiden Bossmonster. Oh, Kameras ist gut. War aus, Alter. Ja, ich sag dir aber ganz ehrlich, meine beiden Bossmonster sind im Friedhof und, ja, ich muss hoffen, dass ja, ich da noch was machen kann. Wie viel Schaden habe ich gerade bekommen? Du hast gerade 1,7 Schaden bekommen. 700. Jawohl. 850 Lebenspunkte habe ich über, wenn wir richtig gerechnet haben. Jo, dann bist du. Draw. Muss ich dir zeigen, ne? Yes. Oh! Nicht. Du darfst. Draw. Standby Main. Wenn nichts anderes übrig. Achso, ich musste natürlich auch zeigen, was ich gezogen habe und euch auch. Ja. Ihr seht die, dass die hier liegt, deswegen die ist nicht gesettet, die ist auf meiner Hand. Ja, Battleface mit Chaos-Totenbeschwörer auf dein Monster. Auf Deklarierung? Zwangsevakuierungsgerät zurück auf die Hand. Ich weiß, was die verdeckte Karte ist, das heißt in der Main Phase 2 rufe ich ihn wieder. Beziehungsweise ich sette ihn tatsächlich. Wobei, hast du einen Adligen der Auslöschung? Aber dein Chaos Hexer wäre gefährlicher. Ne, ich sette ihn und gebe nicht ab. Ja. ist denn bei Main? Genau, die einmal kurz für uns zu NGS. Mhm. Set, du darfst. Draw. Standby Main. Das ist die Attack Push und das ist die. Okay. Ich aktiviere mal Adliger der Vernichtung. Eine verdeckte Zauberkraft auf dem Spielfeld wählen und die zerstören. Und dann müssen wir beide unsere Main-Decks vorzeigen und alle Karten von und all diese Karten, die wir in unserem Main-Decks haben, banishen. Und ich wähle die. Ich auf Chain, ihn zu pushen. Yes. Und jetzt muss ich dir mein Main-Deck vorzeigen. Muss ich auch vorzeigen. Ich habe die nicht in meinem Main-Deck. Ich auch nicht mehr. Okay. Boah. Ey, es ist das intense Finale, auf das wir schon gehofft hatten. Das muss ich schon ja auch abheben. Boah, Leute, ey, aber... genau. Dann liegt da noch die Spell-Annullierung. Na gut, ich flippe ihn auf jeden Fall in Attack. Jawohl. Und, genau, die ist immer noch in meiner Hand. Und gehe in die Battleface und greife ihn an. Jawohl. Oh, ich bin so dumm! Wobei, nee, ist egal. Weil die kann das... Ja. Ich hätte es anders spielen müssen. Ich hätte damit die banishen müssen. Dann hätte ich die aktivieren können auf einen von denen. Damit ihn in Defense... Wobei, er hat 700. Nee, hätte nichts geändert. Er hat zu viel Defense. Ich hätte ihn gar nicht wegbekommen. Alles klar, du bist dran. Draw. Standby. Main. Set. Pass. Und Draw. So, und ich weiß, dass du, glaube ich, auch eine Cyberdose hast. Also mal gucken. Achso, ich hätte sie dir zeigen müssen. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, Hexe vom Schwarzen Wald. Auch zu viel Defense. Ja, aber ich werde tatsächlich trotzdem in die Battleface gehen und sie angreifen. Jawohl. Das heißt, ich kann jetzt meine Hand ein Monster mit 1500 oder weniger ATK. Def, glaube ich, bei ihr. Bei Sangha ATK, stimmt, bei Def, ihr Def. Genau. 1500 oder weniger. Deswegen kann man mit ihr, glaube ich, potenziell auch krassere Monster suchen. Wäre jetzt gut gewesen. Boah, Leute, unsere Decks werden immer leerer. Ja, ich sette noch Michizura, hast du ja gesehen? Das ist ja, genau. Passt. Die habe ich noch in der Hand. Bisschen verwirrend vielleicht. Ich nehme sie einfach so die Hand, ihr seht sie ja dann immer. Und yes! Draw. Standby. Achso, ich muss dir die zeigen. Yes. Set. Stimmt, bestimmt auf meiner Hand. Ich verwirrend die Karte. Was ist das für eine komische Karte? Zeremonienglocke. Was spielst du für seltsame Karten? Ich spiele sie nur, weil sie ein bisschen mehr Defense hat als der Durchschnitt und Licht ist. Tatsächlich, das ist der einzige Grund. Okay, pass. Okay, Draw. Standby. Main. Und da ich weiß, was da liegt bei dir, kann ich sie rufen, die hier setten und in die Battleface gehen. Jawohl. Mit dem Blitzangreifer, dein Monster angreifen. Jawohl. Effekt. Yes. In Angriff ist das, ne? Ja. Jawohl. Und dann würde ich mit dem Chaos-Totenbeschwörer den finalen Angriff machen. Ist das der finale? Ja, ne? Ja. Ja, ich habe 850 Lebenspunkte noch. Genau, genau. Und der hat wie viel? Der hat 2700, glaube ich. Wirklich? Ja, wir gucken nochmal weiter nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 2700, also wären es 1, 3 Damage. Boah. GG! Ey, insanes Duell zum Abschluss. GG. Und boah. Alter, was war das? Hier ging es tatsächlich richtig ab. Ey, hier ging es richtig ab. Ich hatte noch 4 Karten in meinem Deck, Leute. 4 Karten. Klar, eine der war richtig geil, aber die anderen, Big Eye hätte mir nichts mehr gebracht. Oh, der Jinso wäre natürlich auch noch richtig strong gewesen. Der Chaos Imperator Drachen hat einfach das ganze Game verändert, Alter. Ja, wirklich. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so eine wilde Karte einfach. Ja. Sehr weit unten, kam zum Glück sehr früh. Richtig heftig einfach mal. Und das Krasse ist, früher hatte er noch nicht die Restriction, dass man dann, ich habe in dem Spielzug keine anderen Karteneffekte benutzt, aber früher hat man es halt so gespielt, dass man ihn und Sangan oder so hatte, Sangan beschworen hat, dann hat man ihn gerufen, Effekt benutzt, alles weggelegt, mit Sangan Yata Garasu gesucht, Yata Garasu genormelt, wenn man Sangan halt schon hatte, und dann war das Game vorbei. Deswegen die erste Banlist. Und ja, ey, also wirklich insanes Duell, geiles Finale auch. Und ich bin so happy, dass ich das für mich entscheiden konnte. Alter, ihr glaubt nicht, was hier auch hinter den Kulissen alles los war. Richtig, richtig geil. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal in die Verabschiedung. Yo, Leute, also, was war das für ein insanes Duell im Finale? Wirklich so, so krass. also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so krass. Also für mich war es das perfekte Duell. Ich habe es geschafft, Chaos Imperator dran zu rufen und den Gesandten des Anfangs auch. Und man muss einfach mal ganz klar sagen, insane, wie ich gezogen habe. Insanes Luck. Also muss man einfach wirklich sagen, das war komplett gestört. Also habt ihr beim Opening auch gemerkt, ich bin ausgerastet, weil ich niemals gedacht hätte, hätte ich eine der beiden gezogen, wäre schon besser gewesen als das, was man erwarten kann. Aber dass ich beide ziehe und beide in diesem Duell rufen kann, ja, das war für mich das, also wirklich das perfekte Finale. Und ey, vielen, vielen Dank dir für dieses ultra geile Duell. Wirklich, war ein extrem geiles Duell, extrem hartes Finale tatsächlich. Am Ende hat es nicht gereicht, ne? Für so einen alten Mann wie mich. Irgendwann ist die Puste weg, so, ne? Da kommst du halt nicht mehr hinterher. War auf jeden Fall aber tatsächlich der Gamechanger. Also ich hatte die Oberhand, muss man ehrlicherweise sagen. Auf jeden Fall. Der Gamechanger war tatsächlich der Chaos Imperator Drache. Der hat nochmal, also ich hatte noch Raigeki und Cyberus auf der Hand. Es wäre unmöglich, wäre es gewesen, dass du das noch zurückgeholt hättest. Ja. Aber die Karte hat tatsächlich deinen Arsch gerettet und dementsprechend auch gewonnen. Respekt dafür. Vielen Dank, dass ich bei dieser extrem geilen Challenge dabei sein durfte. Ey, mega geil, dass du dabei warst, wirklich. Nostalgie ohne Ende, also hat wirklich gekickt. Zurück in die Schulzeit versetzt worden für einen kurzen Moment. Wirklich, war sehr, sehr geil. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Geile Karten, geile Duelle. Gerne nochmal. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, nochmal vielen, vielen Dank. Das hat mega Bock gemacht, das mit dir zu machen. Auch hinter den Kulissen war alles super, super geil. Und ja, hat mega, mega Bock gemacht. Und Leute, wenn euch das hier gefallen hat, dann würden wir uns beide extrem freuen, wenn ihr schön die Abos da lasst und die Likes und auch kommentiert und so, wäre richtig, richtig geil. Und nochmal vielen, vielen Dank auch an SpielFilmMusik, die das hier möglich gemacht haben, dass wir das hier machen konnten, dass wir die Räumlichkeiten nutzen konnten. Wirklich geilster Laden, ist hier auch verlinkt, checkt ihn auf jeden Fall aus, genau wie Gate to the Games, mein Sponsor, der uns das hier auch ermöglicht hat. Richtig, richtig geil. Und wir hoffen, wir sehen uns auch in meinem nächsten oder in seinem nächsten Video. Euer Francis Gaming.